Hallo liebe Kinder, hallo liebe Zuschauer, ich bin Natalia Lubimova und begrüße Sie ganz herzlich bei der Sendung Klassik Ständchen und Co. Ich begrüße auch heute im Studio zwei junge Pianisten aus Bargteheide und Ahrensburg. Das ist Ella Spett und Natalia Jung. Hallo Kinder. Hallo. So schön, Sie hier bei uns im Studio zu sehen. Ella, du bist die Jüngste, deswegen wir beginnen mit dir. Erzähl uns bitte, wie lange spielst du schon Klavier? Wer hatte Idee, dass du überhaupt Klavier spielst? Ich spiele 3,5 Jahre und mein Bruder hat erst Klavier gespielt, hat er aufgehört und dann habe ich angefangen, Klavier zu spielen. Mhm. Und wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 10 Jahre alt. Mhm. Und welche Klasse besuchst du? Ich bin die vierte Klasse. Vierte Klasse. Und dann, was hast du vor nach der Grundschule? Welches Gymnasium hast du? Ich will auf ein Gymnasium gehen und zwar auf die Staumannschule. Das ist eine Musikschule. Ja, das ist richtig. Also eigentlich, finde ich. Und sag mal, ist deine Familie musikalisch? Also ja. Bruder spielt Posaune, hat Klavier gespielt und deine Eltern? Also meine Mutter spielt Instrumente. Sie spielt einmal zum Teil Geige und auch sehr viel Klavier noch und singt dazu viel. Wow, das ist richtig musikalisch. Und dann musiziert ihr vielleicht auch zusammen mal zu Weihnachten? Ja, wir spielen, also sie bringt mir auch sehr viel bei. Mhm. Und manchmal spiele ich auch auf ihrer Geige. Mhm. Also kann man sagen, deine Mama unterstützt dich in der Familie am meisten. Ja. Ja? Und du hast eine tolle Lehrerin. Bei wem bekommst du Unterricht? Ich bekomme Unterricht bei Frau Olga Soltau. Mhm. Und ist sie gütig oder streng? Sie ist schon ein bisschen streng, aber auch mal sehr nett. Ja, aber das hat viel Erfolg auch gebracht. Ja, ja. Also du spielst letzte Zeit mit Natalia im Duo. Sie ist auch bei uns heute im Studio. Und ist das schwieriger als Solo zu spielen oder gleich? Ja, man muss halt erst mal lernen, auch zusammen zu spielen und aufeinander zuzupassen. Und ja, aber ansonsten geht das eigentlich. Und sag mal, ihr spielt im Duo, das heißt, du musst zu Hause üben, solo, ja? Das heißt, und dann müsst ihr euch noch treffen. Ja. Dann doppelt so viel Zeit, ja, dann verbringst du am Klavier. Und findest du die Zeit für andere Hobbys dann oder nur Musik? Ja, ich habe jeden Tag bis jetzt ein Hobby und schaffe das auch und das ist sehr schön. Und welche Hobbys hast du? Ich spiele Oboe und mache auch zweimal die Woche Klavier, weil montags treffe ich mich dann immer mit ihr und am Donnerstag habe ich dann auch so Alleinunterricht und ich mache auch Ballett. Mhm. Ja, das sind so meine Hobbys und lese auch gerne. Ja, sehr schön. Aber trotzdem, Musik jetzt wahrscheinlich bleibt auf der ersten Stelle, weil du hast gerade auch sehr erfolgreich im Duo mit Natalia gespielt. Und ich weiß, dass ihr habt ein schönes Stück für heute vorbereitet. Ja. Ja. Und was für ein Stück ist das? Wir spielen Chopin. Ein Thema und zwei Variationen. Zwei Variationen. Insgesamt gibt es mehrere Variationen, ja. Aber wir teilen das Stück, damit wir vielleicht nochmal erleben, was für ein schönes Stück ist das. Und beide Mädchen spielen für uns Thema und zwei Variationen von Chopin. Thank you.
Mädchen, das war ganz toll, ganz souverän und sicher. Und sagt ihr, wie viel Zeit eigentlich habt ihr dafür gebraucht? Also wirklich jede Woche einmal oder mehrmals habt ihr euch zusammengetroffen? Also es ist schon vorgekommen, dass wir uns öfter getroffen haben. Mhm. Zusammen mit der Lehrerin, mit Frau Soltau, haben wir immer am Montag eine Stunde. Aber es ist, wie gesagt, auch vorgekommen, dass wir uns am Wochenende auch zusammengetroffen haben, ohne Frau Soltau, mit Frau Soltau, wie es gerade gepasst hat. Also wir haben schon relativ viel Zeit dem Ganzen geopfert. Ella, aber ich frage dich noch, ist das dein erster Erfolg? Weil ich weiß, dass ihr habt gerade wirklich ersten Preis bei Jugendmusiziert bekommen. Oder hattest du noch welche Wettbewerbe? Also ich hatte schon noch... Du hast was mitgebracht. Ja, ich hatte also schon noch ein paar Wettbewerbe, aber die waren dann alle solo. Ja, dann zeig uns zum Beispiel, das war die Urkunde bei Jugendmusiziert, die habe ich solo gemacht, noch in der ersten Gruppe. Ja, das war letztes Jahr, ne? Ja. Also erster Preis, dann noch eine interessante Urkunde. Ja, ich war einmal in Bergedorf noch auch solo und habe dort den zweiten Preis bekommen. Sehr schön, das ist sehr strenger Wettbewerb, weiß ich, also zweiter Preis ist eine Ehre. Ich habe hier im Instrumentalwettbewerb auch den zweiten Preis gewonnen. Auch sehr bekannte. Ja, so, aber das war 2016, jetzt bist du viel, viel besser, denke ich mir, und nur erste Preise bekommst du. Und das war nochmal in Bergedorf und auch den zweiten Preis, aber auch solo. Ja, also du bist schon lange unterwegs bei den Wettbewerben. Das ist ganz toll. Und sag mal, ihr spielt zusammen und ich habe gesehen, wie konzentriert seid ihr. Und die Hände, die manchmal überschneiden sich oder so. Ist das schwer überhaupt, also, so eng miteinander zu sitzen und streitet ihr? War es besonders schwer. Und dann habe ich dann einfach so probiert, noch so viel Platz wie möglich zu machen für sie, weil sie spielt halt die schwierigere Stimme. Ja. Und aber ansonsten geht das eigentlich. Und gab es was Lustiges bei den Proben oder vielleicht was, habt ihr gestritten miteinander? Also in Balalaika, da habe ich einmal einfach irgendwann angefangen so zu kreiseln, wenn ich lang gebraucht habe, so als würde ich so zählen. So im Takt. Mhm. Und dann ist der Teil halt irgendwann zusammengebrochen und hat sich einfach totgelacht darüber. Ja. Dann habe ich ihr auch einmal nachgemacht, damit sie bemerkt, was sie selber macht. Oder auch immer im Stück gesagt, stopp, jetzt schau auf deine Hände. Weil, und dann fange ich da so an. Weil sie wusste immer nicht, wovon wir und Frau Soltau reden. Aber sonst, ich sehe, ihr versteht einander sehr gut. Ja. Und natürlich die Frage ist, ob ihr weiter was zusammentut, jetzt als Duo. Oder habt ihr schon aufgehört nach dem Jugendmusiziert? Also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, dass vielleicht werden wir noch ein Stück spielen. Ihr habt doch Weiterleitung bekommen. Ja, also da werden wir auf jeden Fall. Also ihr müsst noch ein paar Monate zusammen das Programm verbessern. Und wirklich, ich wünsche euch viel Erfolg als Duo. Und wir fragen jetzt Natalia. Natalia, ich habe bemerkt, du bist der Chef wahrscheinlich in eurem Duo. Bisschen älter. Also, ich bin älter, ich spiele die schwierigere Stimme, ich spiele länger Klavier. Mhm. Aber um ganz ehrlich zu sein, der Chef bin ich nicht. Denn wir spielten drei Stücke zusammen und Ella hat in zwei immer das Kommando übernommen, weil sie die obere Stimme gespielt hat. Naja, und ich oder sie hat sich dann so sehr daran gewöhnt, dass sie immer das Kommando angegeben hat. Sie hat gezählt, ich musste immer aufpassen, wann sie anfängt. Und immer das in Chopin, da wo ich die obere Stimme spiele, das was wir auch gerade gehört haben, dass sie dort auch zählt, anfängt. Ich muss immer auf sie aufpassen. Also sie ist der Boss, sie gibt die Stimme an, die Schnelligkeit. Also ja, dann erzähl etwas über dich. Wie alt bist du? Welche Schule besuchst du? Also ich bin 11 Jahre alt, ein Jahr älter als Ella. Mhm. Ich gehe in die 6. Klasse auf dem Eckhorst-Gymnasium. Ja. Und wie lange spielst du schon Klavier? Ich spiele Klavier ungefähr 4,5 Jahre. Mhm. Also. Mhm. Ja, das sieht man und hört man, dass du so wirklich sehr sicher spielst, Und sag mal, aber wie habt ihr zur Idee gekommen, also dass ihr zusammenspielt? Also es ging, als erstes sollte ich eigentlich mit einem anderen Jungen spielen, der auch älter ist als ich. Mhm. Aber er wollte nicht vorspielen bei Jugendmusiziert, deshalb haben wir mit Frau Soltau Ella gefunden. Mhm, und
so ist es dazu gekommen. Also das eigentlich hat gut geklappt, ursprünglich, ne? Genau, ursprünglich sollte ich nicht mit Ella spielen, aber dann. Und hast du selbst Klavier als Instrument ausgewählt oder war das deine Mama wahrscheinlich? Also ausgewählt hat es so gesehen niemand, denn es war eigentlich ein Zufall. Mhm. Ich habe zum Geburtstag oder zu Weihnachten, ich weiß es nicht genau, ein Keyboard bekommen von meinen Eltern, einfach so als Experiment, ob es mir gefällt oder nicht. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, habe mich eine halbe Stunde verzogen, habe die alle in Ruhe gelassen, das ganze Fest, bin nach oben in mein Zimmer gegangen. Und nach einer halben Stunde bin ich runtergekommen und habe denen voller Stolz eine ganz leichte Melodie präsentiert mit einer Hand ganz langsam, aber nach Gehör, die ich dann selber auf dem Keyboard gelernt habe. Und meine Eltern waren dann sehr begeistert und haben nach einem passenden Lehrer bzw. nach einer passenden Lehrerin gesucht. Zum Glück haben sie Frau Salter gefunden. Mhm. Und ja, so ist es gekommen. Also das war der Signal, ja? Also genau. Das Mädchen ist talentiert, musikalisch, dann muss man wirklich in diese Richtung gehen. Und du spielst also genauso viel wahrscheinlich wie deine Freundin oder mehr, ja? Weil da ich viele, viele Kunden sehen, also die sind schön gerahmt auch. Da hast du immer 25 Punkte, ja? Also bei Jung musiziert mindestens. Bei Jung musiziert, ich Solo. Habe auch Solo da vorgespielt, genau. Mhm. Und das sind die Urkunden von diesem Jahr mit Ella. Genau. Mhm. Und ich sehe, dass du auch in anderem Duo spielst, ja? Genau. Dass du mit einer Geige. Ne? Genau, mit einer Geige. Mhm. Ja, und da hattest du auch Weiterleitung und erster Preis, ja. Also das ist auch eine tolle Erfahrung, im Duo zu spielen, weil normalerweise Pianisten sind Alleingänger, ja, also die spielen gerne Solo. Das ist auch eine ganz neue Erfahrung für mich. Also wir haben uns mit meiner Lehrerin bis jetzt auch mehr auf die Solostücke konzentriert. Und das ist auch etwas anderes, vierhändig bzw. mit einer Geige zu spielen. Mhm. Man muss sich auch auf den anderen verlassen können, dass er das auch lernt. Und aber da du so viel Bühnenerfahrung hast, vielleicht erzählst du uns, wie bereitest du dich für deine Auftritte? Hast du bestimmte Rituale, vielleicht Glücksbringer in der Tasche oder noch etwas? Also Glücksbringer habe ich nicht. Mhm. Aber also an dem Tag, wo der Wettbewerb ist, da spiele ich alles noch einmal durch, alles langsam. Und wenn ich nicht spiele, dann ruhe ich mich aus. Also nichts Stressiges an dem Tag, einfach nur ausruhen, sich konzentrieren. Und bevor wir losfahren, egal ob wir zu spät kommen oder nicht, ich muss alles noch einmal durchspielen. Im Auto konzentriere ich mich auch noch mal, nehme mir die Noten auf den Schoß, gehe alles durch. Mhm. Ja. Und wenn du schon auf der Bühne bist oder schon gespielt hast, aber trotzdem Applaus und so. Was gefällt dir? Warum gehst du gerne auf die Bühne immer wieder? Also zum Beispiel jetzt, es hat jetzt nichts mit der Bühne zu tun, aber meine Oma, sie liebt es sehr, wenn ich spiele. Und sie vermittelt mir immer das Gefühl, dass ich ihr etwas Gutes tue, wenn ich ihr etwas vorspiele. Und naja, das Gefühl habe ich auch auf der Bühne, dass ich diesen Menschen irgendetwas geben kann. Und das mag ich sehr gerne. Das ist eine tolle Motivation. Und da ihr zusammenspielt und wir haben schon, sagen wir so, ersten Teil von den Variationen gehört, ja, wie geht ihr zusammen auf die Bühne? Wie geht das? Was sagt ihr? Jetzt los! Ja, oder machen wir das Beste? Was also über das? Ich bin immer sehr aufgeregt vor Auftritten und kriege immer halt kalte Hände. Und zum Beispiel haben wir ein Konzert gehabt in der Stommernschule. Da saßen wir nebeneinander. Da habe ich sie immer angestupst und ihr gesagt, ja, aber das und das, das ging noch letztes Mal nicht so gut. Das müssen wir noch mal drauf achten. Und dann eine Minute zugehört, ja, aber Ella, weißt du noch das und das? Und also ich bin immer so nervös und muss noch mal alles im Kopf durchgehen. Und aber jetzt ab auf die Bühne und ihr spielt jetzt noch drei Variationen von Chopin. Also, Natalia und Ella spielen für uns Variationen von Chopin, also die drei Variationen, die letzte. Thank you.
das war grandios. Ja. Also sind alle Stücke so seriös oder gibt es in eurem Programm leichte und ja, lustige Stücke? Oh nein, also unsere Stücke sind überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Zum Beispiel das Balalaika. Ja, das hören wir am Ende der Sendung. Genau, das werden wir noch hören. Darf ich verraten? Das klingt manchmal, zum Beispiel meine Stimme klingt schief und weiß ich nicht, krumm, schief. Das ist sogenannte moderne Musik schon. Genau, ja, also zusammen klingt das ganz in Ordnung, aber naja, es ist lustig zu spielen. Oder wir haben noch ein anderes Stück, das werden wir heute leider nicht präsentieren. Das ist ein norwegischer Tanz und das ist sehr, also das ist so ein Tanz. Genau, der Anfang ist ruhig, schön, aber im mittleren Teil, da geht's auch richtig los, also das ist auch super, macht sehr Spaß. Sieht man, dass ihr richtig viel Spaß habt, ja? Also auch wenn ihr erzählt, was ihr spielt, nicht nur beim Spielen. Wer hilft dir eigentlich in der Familie? Oh. Vielleicht gibt es, ja, also wer unterstützt dich? Also wir wohnen in Bargteheide und der Unterricht ist ja relativ weit weg. Meine arme Mama, sie muss mich immer hinfahren und ich bin ihr auch sehr dankbar für die ganze Unterstützung. Aber ich habe auch andere Unterstützer, nämlich meine beiden Hunde. Oh. Ein Pudel und ein Mischling, Bolonka Malteser. Der Pudel, sie sitzt immer im Körbchen neben meinem Klavier und singt mit. Wenn ihr irgendeine Stelle besonders gefällt, dann singt sie immer mit. Und der andere Hund, sie setzt sich immer mit mir auf meinen Stuhl und passt auf, dass ich keine Fehler mache. Also das ist ja ganz interessant. Hast du auch ein Haustier, was dir Ja, habe ich auch. Ich habe einen Hund und der legt sich dann einfach immer unters Klavier, weil er die Musik immer so schön findet. Mhm. Wenn wir weggehen, liegt er da noch und guckt mich so an. Ja, dann ist schon vorbei. Geht's noch weiter? Ja, das ist wirklich immer sehr niedlich. Und was parallel läuft zum dem wirklich ganz ernsthafte Tätigkeit. Also ich meine, du machst wirklich richtig tolle Leistung auf dem Klavier. Und es gibt noch wirklich komische Fälle und komische Sachen, die parallel laufen. Vielleicht gab es bei dir ein paar Sachen, die richtig lustig waren. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob das so lustig ist. Aber das ist sogar gestern passiert. Wir hatten gestern Unterricht, weil unsere Lehrerin war krank, deshalb war es am Dienstag. Und ich habe eine violette Mappe aus Plastik. Da hatte ich alle Noten drin und mein Handy. Dann habe ich sie aufs Auto getan, weil ich etwas tragen musste. Und wir sind losgefahren und auf der Hälfte des Weges fällt mir ein, Mama, wo sind meine Noten? Ich habe sie doch aufs Auto gelegt. Und Mama wird sauer, wir fahren zurück und dann verstreut auf der Straße liegen so kleine Stücke von meiner Mappe, die wurde überfahren. Gebrochen, ne? Genau. Und die Noten und mein Handy lagen auch auf der Straße. Mein Handy hat keinen einzigen Kratzer. Doch heil, ja? Und die Noten haben auch nichts abbekommen. Also bei Chopin, da sieht man auch ein bisschen Reifenspuren und sowas. Ja, ist klar. Aber mein Handy hat überhaupt nichts abbekommen. Aber das zeigt wahrscheinlich, wie du auch konzentriert bist vor dem Unterricht, ja, dass du schon in deinen Gedanken woanders bist, ja. Also ja, das gehört zu allen Kindern und Jugendlichen, die Musik spielen. Aber außer Musik sehe ich etwas noch auf dem Tisch, was nicht zu Musik gehört. Ne? Nein. Also das ist ein violetter Gürtel. Mhm. Er ist von Karate. Ich habe jeden Freitag Karate und das mache ich auch schon sehr lange. Das ist der 7. Gurt, aber ich habe noch einen sehr, sehr langen Weg vor mir. Also das ist noch längst nicht alles. Ich werde das immer weitermachen und es macht mir auch sehr viel Spaß. Aber sag mal, ist das nicht gefährlich für Klavierspiel, also die Hände? Oder passt du auf? Naja, doch, es ist schon ein bisschen gefährlich. Mhm. Man kann sich immer was zuziehen, irgendwelche blaue Flecken an den Beinen oder an den Händen oder an den Armen. Man kann sich vielleicht mal ein Stück vom Fingernagel abreißen oder was auch immer, Finger brechen. Man muss einfach aufpassen. Und wenn sowas mal passiert, naja, dann ist es halt so. Also Sport, Musik, welche Interessen hast du noch? Ich lese sehr, sehr gerne und mein Interesse an den Büchern ist auch vielfältig. Zum Beispiel, ich mag sehr gerne auch solche fantastischen Bücher. Beispielsweise gibt es jetzt solche neuen Bücher, Woodwalkers oder Animorphs, habe ich alle Teile durch. Aber ich mag auch gerne solche Bücher wie Der Graf von Monte Cristo oder... Was kann man hören in deiner Musik? Also da habe ich auch alle 6 Bänder in recht kurzer Zeit durchgelesen. Mhm.
oder ja. Ja, so Geschichte und sogar moderne Motiven. Ja, und ihr sagt wahrscheinlich zum Schluss, also ich werde mich nicht wundern, wenn ihr kein Musiker sein möchtet. Also was möchtest du werden? Also ich möchte entweder Pianistin werden, was wahrscheinlich nicht wirklich überraschend ist, ja. Oder Ärztin. Das möchten auch, glaube ich, ziemlich viele in meinem Alter. Aber ich möchte auch gerne irgendetwas machen, was den Menschen auch hilft oder in irgendeine Organisation vielleicht sie gründen oder beitreten, irgendetwas für Tiere oder für Menschen machen. Also ich bin da noch ganz offen. Ich habe ja auch noch viel Zeit. Ella, und du? Also ich würde gerne Reporterin werden oder etwas in Richtung Musik. Ja, das kann man sehr gut verknüpfen und das ist eigentlich das Ziel von unserer Sendung, zu zeigen, diese große und bunte Palette von verschiedenen Berufen, die mit der Musik etwas zu tun haben. Wir hatten hier Wissenschaftler, Geigenbauer, auch Musikkritiken und so weiter, die wirklich zuerst ein Instrument studiert und gelernt haben und danach haben entschieden, nein, okay, ich bin nicht auf dem Niveau, damit ein Konzertpianist zu werden, aber ich möchte Musikmanager werden, zum Beispiel, ja, oder Musikkritiker oder etwas für Menschen zu tun, aber doch mit musikalischem Hintergrund. Und ich wünsche euch beiden auch wirklich eure Berufung zu finden und viel Erfolg jetzt beim Landeswettbewerb und mit 25 Punkten, toi, toi, toi. Und zum Schluss, wir hören zwar von Stravinsky, Balalaika, spielen Natalia Jung und Ella Spett. Das war ganz toll, tolle Musik und leider unsere Sendung geht zu Ende. Wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.